weil heute so ein besonderer Tag ist und es schon auch mehrfach jetzt Thema war, Weihnachten und der Winter, der vor der Tür steht, habe ich gedacht, ich spiele noch ein kleines Geschichtchen. Es ist ein Märchen, ein winterliches Märchen. Und es ist eigentlich auch schön für einen Freitag, wenn es ins Wochenende geht, weil es ist ein Arbeitnehmermärchen. Und auch gleichzeitig ein Arbeitgebermärchen. Also praktisch ein winterliches Arbeitgeber- und Arbeitnehmermärchen. Eigentlich geht es um Frauen. Also Arbeitgeberinnen- und Arbeitnehmerinnenmärchen. Ein aus dem Sommer heraus in den Winter hineinführendes Arbeitgeberinnen- und Arbeitnehmerinnenmärchen. Ich glaube, so könnte man sagen. Frau Holle. Das ist ein ganz klassisches Arbeitgeberinnen- und Arbeitnehmerinnenmärchen. Und normalerweise dauern so Märchen unglaublich lange. Ich werde es komprimieren auf 100 Sekunden. Ich spiele Frau Holle so schnell wie möglich. In 100 Sekunden. Aber bevor ich jetzt anfange mit Frau Holle, es gibt eine Stelle in dem Märchen, da wäre es ganz toll, wenn Sie alle spontan mit einsteigen. Wir müssen da gar nichts üben vorher und überhaupt nichts. Sie werden sofort merken, wenn diese Stelle da ist und dann einfach mit einsteigen. Ich sage das deswegen vorher, weil 100 Sekunden sind sehr schnell vorbei. Und dann ist es gut, wenn Sie sich jetzt schon psychisch, physisch, seelisch darauf einstellen können, dass diese Stelle kommt und dann mit einsteigen. Frau Holle in 100 Sekunden. Die Zeit. Sie haben es aber sehr eilig jetzt. Die Zeit läuft. Es war einmal eine Witwe, die hatte zwei Töchter. Die eine war stinkfaul und grässlich hässlich. Die zweite zwar hübsch, aber ihr nicht pässlich, weil ihr seliger Gatte die Ratte mit seiner Latte und einer anderen Tussi noch was laufen hatte. Als er mit der schlief, ging's gnadenlos schief und so wurde die zweite Tochter eben nur stief. Die böse Mutter voller Wut schickte die Kuckuckstochter an den Brunnen zum Spinnen, bis von den Fingern rinnen sollte das Blut. Die schöne Spann fiel, das Blut rann wie der Nil, bis die Spinnspule plötzlich in den Brunnen fiel. Ich glaub, ich spinne, rief die, die gar nicht mehr spann. Und plötzlich stürzte Kopf voran die stiefe Tochter in die Tiefe. Ihr stockte das Blut bis zur Gerinnung. Erst verlor sie die Spule, dann die Besinnung. When she wakes up in the morning light, she licked on the Wies and she feels alright. Als sie erwachte, schien die Sonne auf eine Wiese und diese beschien einen Herd, der sich beschwerte. Ich bin ein Brot, holt mich hier raus. Sie war auf Zack und rettete Knack und Back. Bernd das Brot vor dem heißen Umlufttod. Danke. Dann schüttelte sie noch einen Apfelbaum leer und dann die Hand einer Frau, die sprach, sehr fleißig, das weiß ich, bist du, Holle hässig, und schüttelst du auch meine Kissen, so sollst du nichts missen. Denn wenn die Federn fliegen wie Flocken, beginnt die ganze Welt den Schneewalzer anzurocken. Schnee, 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 Schnee. Vielen Dank, vielen Dank. Aber das wäre noch gar nicht die Stelle gewesen. Aber das kam jetzt so herzlich. Vielen Dank auch an die Band. Das, aber das wäre noch gar nicht die Stelle gewesen. Bitte behalten Sie die Energie bei. Also nicht nachlassen jetzt. Die Stelle kommt noch. Die 100 Sekunden schaffen wir jetzt nicht mehr. Aber ich glaube, das war's wert.
Die schöne Tat, wie ihr geheißen, dacht, auf die Mutter kann ich scheißen. Auch die Schwester war ihr verhasst, trotzdem wurde sie vom Heimweh erfasst. Frau Holle, die Tolle, hatte das volle Verständnis und sagte, sie solle ruhig gehen. Durch den Torbogen da, sie werde schon sehen. Sie ging und ein Goldregen prasselte nieder und machte sie gleich so reich wie einen Scheich. Und wieder zu Hause jubelten alle in Chore und schickten auch die faule Tochter an den Brunnen vor dem Tore. Doch die faule Tochter hatte auf Arbeit null Bock. Sie rief, so ein Wahnsinn, ihr schickt mich zu Frau Holle. Wie ein Schock hörte sie den Hilferuf vom doofen Ofen, lag aber viel lieber auf der Sonnenwiese zum Pofen. Auch der pralle Apfelbaum kümmerte sie nicht, stattdessen ging sie sofort bei Frau Holle in die Pflicht. Komm, steh auf, Mädel, sei nett, schüttel, was du hast, denn es ist mein Bett. Doch schon nach einem Tage der Plage wurde sie kaum angeheuert, wegen Lahmhintrigkeit wieder fristlos gefeuert. Sie dachte, was soll's, jetzt kommt als Sold mein Gold. Und wie sie den Weg zum Torbogen erklomm, regnete es Aktien der Deutschen Telekom. Damit hatte sie großes Pech bis an ihr Lebensende. So steht's bei den Gebrüdern Grimm. Und wenn nicht, ist's auch nicht schlimm.